Trauerritual im traditionellen Königreich Ashanti im westafrikanischen Ghana. Am Palast in Kumasi haben sich Würdenträger und Häuptlinge versammelt, um der verstorbenen Königinmutter zu huldigen. Nana Afia Kubi Serwa Ampem II. War im Alter von 111 Jahren entschlafen. Sie hatte 39 Jahre gedient, zuletzt unter Utumfuor Osei Tutu II., der seit 1999 an der Spitze seines Volkes steht. Die Königinmutter ist die zweitmächtigste Person bei den Ashanti. Gemäß unserer Tradition ist sie die Chefberaterin. Wenn Utumfuor ein Problem hat, muss er erst mit ihr sprechen, bevor er eine Entscheidung treffen kann. Bis zur Bestattung der Königinmutter sind Trommeln und Lärmen auf dem ganzen Gebiet der Ashanti verboten. Hier wird getrommelt, aber im Königreich Ashanti darf niemand trommeln. Wenn das jemand macht, wird er hierher bestellt. Es gibt das Verbot und jeder muss sich daran halten. Das Reich der Ashanti war in früheren Zeiten ein wichtiges Königreich in Westafrika. Als traditionelle und spirituelle Einrichtung besteht es im heutigen Ghana fort.